Sodele. Jetzt weiß ich nicht, ob das da unten schwarze Goblins sind. Sind sie. Also, ich weiß auch nicht, ob es hier später noch eine bessere Rüstung gibt, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal. Es gibt auf. Ach, noch einer. Ich gehe jetzt erstmal ins alte Lager und gucke mich da um. Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwo. Moment, ich glaube, ich habe sogar eine Idee. Irgendwo auch eine bessere Waffe gibt. Und das würde sich ja schon lohnen. Wo war das doch gleich? Moment, Moment, denk, denk, denk. Das war bei Kavalon. Oh, da oben laufe ich jetzt mal lang. Komme ich da hoch? Nein, natürlich nicht. Hä? Super. Uah. Oh, schwimm, Junge. Sonst platscht er. Das Vieh verfolgt mich eh. Super. Ja gut, dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was hier abläuft. Ja, lass mich in Ruhe. Junge. Ja, komm. Jetzt kannst du auch rankommen. Hey, Sack. Junge. So, den Kram nehme ich noch mit. Man weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch was bringt. Dieses Schwert, warum ist dieses Schwert so kurz? Ich weiß nicht, es kommt mir verdammt extrem kurz vor. Das nervt irgendwie. Hier oben ist aber so ein bestimmter Wolf. Und übrigens, ja, das ist witzig. Also alles andere wurde von Rot nach Blau gemacht, aber ausgerechnet die Barriere, natürlich logisch, ist von Blau nach Rot gewechselt. Jetzt könnte ich mein Glück mal versuchen bei diesem Oscar. Wow. Alter. Alter, der hält ja mal gar nichts aus. Feudel. Okay, das macht aber nichts. Die beiden Truhen nehme ich doch gerne mit. Ach nein. Wie viele Dietriche habe ich? Ich meine, immerhin habe ich welche. 4 Stück. Super. Links, rechts. Ja, ich glaube, das ist halt alles noch übrig aus dem normalen Gothic, aber das bringt es nicht richtig. Naja. Links, nein. Links, rechts, rechts, links. Oh, okay. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Habe ich da irgendwas ungeübt? Nee. Moment, ich wollte hier unten lang. Das sollte vielleicht nicht gleich der erste Schritt sein. Ja, aber. Stimmt die Richtung? Ja, die Richtung stimmt. Ach, ich habe aber keine Volltrefferchance, sehe ich gerade. Ach, da ist ja Kavalon, ja, super. Ey, diese Tastatur, die ich hier gerade habe, die ist irgendwie ein bisschen murksig. Aber ich habe sie, glaube ich, nur von irgendjemandem geliehen, der sie einfach seit Jahren nicht mehr wiederhaben wollte. Und, gut. Das ist zwar nicht das Gelbe vom Ei eigentlich, aber egal. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Immerhin hat sie einen USB-Anschluss und meine ganzen anderen Tastaturen haben alle nur PS2. Und das werden manche von euch vielleicht sogar gar nicht mehr kennen. Was ist mit dir los? Schön ist halt einfach nur, dass das extrem flüssige Schlagabfolgen sind. Das ist echt geil. Ey. Ey. Ja, also das finde ich gut, dass die Schlagabfolge einfach extrem gut ist. Moment mal, verwitterte Axt. Hä? Ach so. Nee, eigentlich gibt's doch. Also wenn das wie das normale Spiel ist, dann ist ja eigentlich jede Waffe besser als Paranors Phantomstecher. Phantomstecher überhaupt. Was ist das denn, ey? Vor allen Dingen, wer ist Paranor? Also ich habe gelesen, dass es gibt eine Readme zu dieser Mod. Und ja, da stand jetzt aber auch nichts Nennenswertes drinne. Nur halt, dass wir Paranor sind und irgendwie auf dieser epischen Quest sind, irgendwas zu retten. Oder so. Ja, das ist so ungefähr eigentlich alles, was ich weiß. Super. Wo habe ich denn das gebratene Fleisch eigentlich hier? Fleischwanzen! Ja, also das sind wieder diese Fleischwanzen. Die müssen wir natürlich unbedingt töten, damit wir daraus Fleisch kriegen. Ach nee. Kann man hier Fleischwanzen, Fleisch braten? Ging das früher? Nee, das ging nicht. Das gab's bei irgendeiner Mod mal, aber das war normal nicht drin vorgesehen. Ja, hier nehmen wir halt den ganzen Schranz mal mit.
Warum nicht? Das ist halt alles unangetastet, ist halt wie im Originalspiel. Nicht sonderlich aufregend. Aber Schaden tut es jetzt, wie gesagt, auch nicht. Bill? Ah, wer bist denn du? Nein, schlag doch. Junge, das ist ein Affe. Ich meine, irgendwie, dass da oben drin irgendwas ist. Irgendwas Brauchbares. Das kann aber auch sein, dass es erst durch den späteren Spielverlauf dazu kommt. Das weiß ich nicht. Halt, da ist noch mehr Zeugs. Aber ich meine, dass es da am Ende nämlich ein gutes Schwert gibt. Das ist aber... Ne? Nee, es müsste ein anderes sein als das hier. Kavalons Schlüssel. Okay, die ganzen NPCs fehlen also. Yay. Wow. Junge, geh doch mal da durch. Was bist du denn für einer? Gammler. Hey, machen wir jetzt einen Stress hin. Und da gibt es irgendwo eine Waffe, die ziemlich brauchbar ist. Aber es kann auch sein, dass das absolut notwendig ist. Ach, lass. Weil man in einen später noch in einen Teil der Spielwelt kommt, wo einfach nur total krankes Zeug abgeht. Also das ist einfach nur durch den Wind. Ach ja. Ah, ja, jetzt fällt mir auch gerade wieder... Hm? Links? Nein. Links, rechts. Wow. Es... Oh, das ist gut. Ich erinnere mich dran... Ich hatte ja in dem Gothic-Let's Play, glaube ich, auch mal gesagt, dass es eine alte, verlassene Mine gibt. Wo ich gesagt habe, die könnte ich euch zeigen. Da kommt man noch rein, das funktioniert, aber da drinnen sieht man nichts. Da habe ich aber gesagt, gut, das können wir auch lassen, weil ich könnte die eventuell später nochmal zeigen. Und genau in dieser Mod hier wurde nämlich diese verlassene Mine aufgegriffen und nochmal neu belebt, neu bevölkert. Und das heißt, da werden wir dann letztendlich auch mal sehen. Das ist gar nicht schlecht. So. Ja, da würde ich jetzt aber doch sofort sagen, grobes Schwert ist besser. Nehmen wir das doch gleich mal. Das lohnt sich doch. Aber ich will auch hier oben reingucken. Ich meine nämlich in dem Turm, früher oder später ist da irgendwas drin, was, glaube ich, ziemlich gut war. Oder man hat es erst ganz woanders gefunden. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist wirklich, es ist schon eine ganze Weile her. Nun gut. Jetzt haben wir wenigstens ein gescheites Schwert. Oh, das ist besser. Das ist schon eine ganze Ecke besser. Das finde ich gut. Nur wenn da hinten Snapper sind, wie normal gewöhnlich, dann laufe ich da jetzt auch garantiert nicht rein. Aber oben über die Brücke, da will ich halt wie gesagt hin. Ja. Solange die Rüstung auch so schlecht ist, sammle ich auch lieber den Schund hier mal ein. Ist das eine Armbrust? Nee, ne? Nee. Ach, im normalen Spiel findet man nirgendwo eine Armbrust. Wie komme ich auf die Idee? Nee. Ja, doch, die Bäume sind definitiv grüner als normalerweise. Ja, aber... Ich glaube auch die ganze Landschaft hier ist alles ein bisschen grüner. Wenn ich so drüber nachdenke, bei Gothic 2 ist, glaube ich, auch eigentlich die gesamte Welt grüner als bei G1, ne? Ja, super. Da ist die gesamte Welt irgendwie grüner. Was zum Geier war das? Da ist die ganze Welt grüner. Ah, man kommt nicht rein. Ja, das ist es. Ah. Ich meine, warum nicht, ne? Geht nicht. Ich will da rein. Und wer da rein will, der muss da auch wieder raus. Ich befürchte fast, dass man da wirklich von nirgendwo reinkommt. Das ist doof. So, wurde ich da doch wieder unterbrochen? Wo war ich denn zuletzt? Ach, ich wollte in den Turm kommen, richtig. Ja, wenn ich hier nicht reinklettern kann, dann lasse ich es jetzt auch. Ich will ja endlich mal ein bisschen vorankommen. Es ist ja irgendwie doch total blöd, wenn ich hier als rumstehe und nicht vorankomme. Also... würde ich sagen, laufen wir jetzt endlich mal ins alte Lager oder so. Gibt's denn... Nee, also in diese Tür da hinten muss ich rein. Da gibt's irgendwann irgendwie einen Schlüssel für. Ich würde ja zu gern jetzt schon reinkommen, aber das geht nicht. Ja, komm, dich nehme ich noch mit. Holla, der Wölfe. Ja, weil das normale Gothic haben wir jetzt schon ausgiebigst gesehen. Also...
Ah, was haben wir denn da oben? Es ist ja alles unbewacht hier, ist total gut. Halt. Was soll das denn? Trank, ja, das ist bestimmt ein Geschwindigkeitstrank, ja super. Aber ich wüsste auch gerade, wo ich schon hingehen kann. Ich wüsste was, wo ich hingehen kann, wo ich eine hoffentlich halbwegs gescheite Waffe finde. Hier, Moment mal, ist hier alles unbevölkert? Die Vögel übersteuern immer noch vom Sound her, finde ich super. Oh, ne. Moskito. Aha. Nee, das lasse ich mal lieber. In der Orkstadt? Was denn das da? Ach so, ach, dann haben sie die ganzen Orks wahrscheinlich durch Goblins ersetzt, ne? Okay. Was ist das da? Nichts. War ich in der Truhe schon? Ach so, da war nur Mist drin. Okay, gut. Nee, dann gehe ich jetzt mal kurz oben rum. Oder gucke auch vielleicht nochmal schnell hier rein. Ja? Ja, gucke nochmal schnell hier rein und da, Mole Rats. Ach ja, ich weiß nicht, irgendwie dieses lange Herumgerenne finde ich dann doch irgendwie ein bisschen einschläfernd, um mal ehrlich zu sein. Diese Umzingelungstaktik, die geht mir echt auf den Keks. So, da ist es. Mach doch was. Hans Bumble, ey. Ah, Musik ist schon die vom alten Lager, finde ich gut. Ja, mal gucken, ob es Gilbert noch gibt. Das wäre jetzt doch interessant, aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht da ist. Oder sie haben ihn ersetzt durch irgendeinen anderen Feudel. Das kann natürlich auch sein. Aber dann könnte ich hinten rumlaufen und könnte mir eventuell so eine nicht verwitterte Axt, sondern eine normale Axt holen. Und die hat ja schon, ich glaube, 29 Schaden. Das würde sich echt lohnen. Oh, nee, er ist weg. Die haben echt rigoros alles rausgeworfen. Rechts, links, links, rechts. Oh, das ist gut, das nehme ich mit. Ja. Da kann ich mich auch erstmal heilen. Was haben wir denn hier alles? Das ist schon ein ganz gutes Sortiment, finde ich gut. So, jetzt will ich nur hoffen... Ah doch, hier ist richtig. Ist hier richtig oder ist hier nicht richtig? Doch, ne? Müsste richtig sein. Ah ja, gut. Und da will ich jetzt doch nur mal hoffen, dass hier nicht irgendwelche Gegner drin sind. Mhm. Naja, mal gucken. Und vor allem, dass ich dann auch wieder rauskomme. Yay! Gut, das Ding blubbert immer noch so genauso wie im Original. Finde ich super. Ich glaube, hier hinten drin war so eine Axt. Das wäre sehr schön. 10 Erze. Gut, das hilft jetzt noch nicht so wirklich viel. Hüpf, hüpf, hüpf. Mhm. Och, ihr seid doch Säcke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eine gescheite Axt drin war. Das sind aber auch Schweine. Daran haben sie gedacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn es nervig ist. Ach ja, der Himmel scheint auch blau zu sein, der ja vorher eigentlich immer grau war. Gibt's hier irgendwas? Nee. Gut, okay, also die wollen scheinbar wirklich, dass wir dem Spielverlauf so folgen, wie es gedacht ist. Ja, ich hätte ja zu gern mal so eine schöne Waffe abgegriffen. Weil die Waffe, ich meine, das grobe Schwert ist ja schon mal besser, aber... Habe ich überhaupt noch Dietriche? Ja. Da drüben, das Ding ist auch neu. Ach ja, und da oben drauf gibt es auch noch was anderes. Gibt es hier irgendwas, wo man was... Ach, was mache ich denn? Ich laufe jetzt ins alte Lager. Wie auch immer es hier heißen mag. Juhu! Abgefahren. Und Beeren. Beeren sammle ich... Obwohl ich wahrscheinlich nicht allen Mist einsammeln muss, sondern vielleicht... Ja gut, es wäre aber auch blöd, wenn ich dann schon verwundet bin und dann mich erst auf die Suche nach dem Zeug mache. Das ist ja auch doof. Und Waldbeeren sind ja nun mal nicht das Schlechteste, was es gibt. Moment. Sehr praktisch.
Bringt mir das irgendwas? Ne, ich glaube so direkt jetzt nicht. Mit dem Schwert geht es doch schon deutlich besser, muss ich sagen. Also, da gehen die Viecher schon mit weniger Schlägen drauf. Das ist ja auch sonst irgendwie doof. Vor allem, dass die Moirats so viel Schaden machen. So, total krank. So. Hier drinnen gibt es, wenn es woanders nur eine verwitterte Axt gab, dann wird es hier drin nicht plötzlich eine gescheite Axt geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich. Ah. Aber ich hätte ja schon gerne eine gute Waffe. Wo hatte ich das grobe Schwert eigentlich hier? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Finde ich ja echt super. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwoher, wo die scheinbar vergessen haben, eine Waffe rauszunehmen. Weil die... Ne. Die wollen scheinbar nicht, dass man eine etwas bessere Waffe auch nur kriegt. Aber ich könnte genauso gut im alten Lager ja mal gucken. Vielleicht kann ich ja irgendjemanden umboxen. Was ist das denn da hinten? War das ein Scavenger? Nee. Blaue Scavenger waren, oder? Was waren das da? Das ist ein Goblin. Hä? Hä? Wahrscheinlich Eisgoblin. Eiszwerg. Super. Wo kriege ich erstmal eine bessere Rüstung her? Und wo kriege ich eine bessere Waffe her? Das interessiert mich jetzt. Oder irgendwelche Ringe, die zur Verteidigung beitragen. Das wäre auch nicht schlecht. Okay, das hat mich jetzt im ersten Mal doch ein bisschen überrascht. Hund. Ja, es gibt Hunde in dem Spiel. Finde ich super. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Nein, das ist kein Wunder. Ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt... Das kennen wir irgendwoher. Hund, ja, super. Okay, also hier scheint alles noch halbwegs normal... Nee, es gibt keinen Händler. Halbwegs normal zu sein, wollte ich schon sagen. So, dann brate ich mir schnell mal mein Fleisch. Das braucht ihr, glaube ich, nicht sehen. Das hat echt ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Wie viel habe ich denn jetzt davon schon? 86 Fleisch, also... das Grinden, sage ich jetzt mal, das war jetzt zwar eben schon ein bisschen nervig, aber das hat sich gelohnt. Ich meine, wir sind jetzt im zweiten Video. Und, ach übrigens, es gibt ja auch einen Weg, finde ich gut. Und, da hat sich das doch wirklich gelohnt. Haben wir eigentlich eine Gilde? Reisender. Eigentlich durch unsere Rüstung, die Scavenger waren ja, haben uns ja trotzdem ganz schön fertig gemacht, aber der echt große Unterschied ist halt, dass wir jetzt einen gemeisterten Skill haben. Das macht schon einen erheblichen Unterschied. Gibt es hier irgendwas... Sinnvolles? Ah, da hinten sehe ich zumindest einen von denen. Aha. Coole Rüstung hast du. Ja, wie gesagt, alles ist blau. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas... Zeig mir deine... Ja. Hä? Butlerzucht. Ja, das können wir auch. Aber... Dietriche können eigentlich... nicht verkehrt sein. Das können wir einfach mal alles wegtun hier. Das kann sowieso weg. Sowieso weg. Wolfsfell. Da kann alles weg. Kavallons Schlüssel ist auch was wert. Brauchen wir nie wieder. Schattenläuferfell, Krug. Ach komm, dann machen wir das einfach mal so. Wie war das mit der Tastenbelegung? So. Ja. Das finde ich nicht schlecht. Können wir schleichen? Nee, können wir nicht. Schleichen? Nein. Ich würde ja zu gerne mal in diese Hütte... Nee, der hatte, glaube ich, gar keine gescheiten Waffen, ne? Ah, der hat aber so einen Trank. Oh, was haben wir denn hier? Hundewächter. Das ist doch kein Hund, das ist ein... das ist ein Spacken. Super. Kann ich mit Hasso reden? Hallo, Hasso. Was haben wir denn hier? Zettel. Und Pfeil. Das finde ich gut. Ja, was steht denn? Wir finden als Zettel eine Nachricht an einen gewissen Berjo. Ich glaube, die ist für einen der Hundewächter bestimmt gewesen. Hey Berjo, pass du mal die nächsten 3 Stunden auf die Kötter auf. Ich hab keinen Bock mehr, den ganzen Tag dieses Gejaule und Gekläffe. Wenn du mich suchen solltest, ich gehe zu Scotty. Da soll ich heute in der Arena noch... Da soll heute in der Arena noch was abgehen. Und vielleicht gehe ich danach noch 1 bis 2 Bierchen trinken, also weißt du... Himmel!
Das erschreckt mich echt jedes Mal wieder. Verdan, PS, ich kann deinen verdammten Schlüssel auch nicht finden. Wo hattest du ihn verloren? Bei der Arena? Wenn die das Ding hier so eingezäunt haben mit so Metallstäben und so hoch, warum muss denn da jemand auf die Hunde aufpassen? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist irgendwie dumm. Hey, da drin ist aber irgendwas. Da liegt allerhand Futteralien rum. Kann ich hier rein? Ach nee, der Schlüssel fehlt ja, natürlich. Ja, damit ist dann auch schon das zweite Video wieder vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Echt total super, wenn man hier mal guckt. Die Hunde schaben da so viel rum, dass eigentlich kaum was anderes zu hören ist. Der Mann verkauft Sachen für die Hunde. Ist das eine Aussage? Hundehorn für 200 Erz kaufen, nichts kaufen. Ich glaube, ich weiß, wofür das gut ist. Ah, die normalen Quests sind alle rausgenommen. Ich glaube, mit dem Hundehorn kann man... Der Hund ist merkwürdig, ganz ehrlich. Er ist einfach merkwürdig. Was macht der da oben? Naja, auf jeden Fall. Was ist das? Oh, finde ich gut. Finde ich gut? Nein. Bürste, Palmwedel. Super. Damit kann man, glaube ich, einen Hund herbeirufen. Und der hilft einem beim Kämpfen. Also namentlich Hasso. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ja, bringt mir das hier irgendwas? Halt, hör doch mal auf zu hüpfen. Ach, Moment. Wie war das, das Treffen? Matt, der verrückt aus dem alten Lager, hat mir etwas von Eric ausgerechnet. Ich soll ihn mal am alten Lager treffen. Ich glaube, der ist vorne am Vordereingang. Tja, nee, hier gibt's nichts Aufregendes. Außer vielleicht den hier. Ah ja, das mache ich jetzt auch mal. So, Moment. Und trinke ein Bier. So, jetzt fängt unser Typ schon an zu zappeln. Wir werden es gleich sehen. Echt super. So. Jetzt sind wir besoffen. Keine Panik. Wir können auch die Waffe ziehen. Gewonnen. Und dann ist wieder alles weg. So, und jetzt. Und wenn ich jetzt versuche zu springen. Super. Nochmal. Oh. Ja, das war super. Also, ihr habt gesehen, der Typ kann sich auf die Fresse legen. Das hier ist natürlich super. Und es gibt auch einen Fehler im Spiel, der im Original, also dieses mit dem Besoffensein und sowas, war im Originalspiel auch drin. Aber es war halt nicht eingebaut. Das Tolle ist nur, wenn man besoffen ist und dann strafen will, sprich seitwärts laufen, dann sagt das Spiel mal ganz einfach mal eben so, ach nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann wird es schwarz. Und dann ist es weg. Super. Ey, das würde mich ja so nerven, wenn als Hunde hier im Lager rumrennen. Also in meiner Hütte und weiß ich was. Gequatscht wird viel. Also gequatscht wird viel. Wow, das war ein Sprung, Alter. Der Typ ist gut. Gab's hier noch irgendwas Nennenswertes? Ich glaube nicht. Alles flackert. Halt, was war das? Ich könnte ja auch Folgendes probieren. Na gut. Naja, wir müssen ja nicht die ganze Zeit wieder cheaten. Auch wenn ich irgendwie dazu verleitet werde. Kann ich hier reinlaufen? Hey, du! Ja? Was denn? Er hat nicht mal eine Truhe drin, der Feudel. Was soll das denn? Nö. Hier gibt's ja wirklich mal gar nichts. Das ist echt nervig, weil hier finde ich echt gar nichts. Und ich habe gedacht, ich könnte hier echt mal eine gute Waffe finden, aber irgendwie gibt's keine. Das ist blöd. Hier gibt es ja wirklich weniger als wenig. Es gibt, aber auch im normalen Spiel findet man ja eh selten Waffen, ne? Geschweige denn Rüstungen. Toll. Die Kiste haben sie verschoben und da ist immer noch nichts drin. So ein Blödsinn. Na? Wo kommen denn diese Fliegengeräusche da und her? Ja. So, jetzt wollen wir doch mal langsam mit der Geschichte vorankommen. Deswegen möchte ich jetzt auch mal ein paar Sachen finden, irgendwas Wichtiges. Also es gibt, glaube ich, nicht wirklich viele so Nebenquests und so ein Kram. Kirgo. Hi. Ein... Ich bin...
Bist du... Ja, super. Na gut, wir brauchen ja auch keine Lagerquest oder sowas. Was machst du? Ich kümmere... Ich will mich... Wenn du es schaffst, mich zu beeilen... Ja. Ich dachte, dass... Ganz ein... Gut, das hier sind alles Sachen... Ich will... Aber im Moment... Der nächste... Trainierst... Schon. Ja, das können wir schon alles... Also, das ist alles nichts Neues. Was war denn das? Ach, der Hund. Ich dachte gerade, hier hätte was gelegen. Gut, dann mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause und bin dann mal weg. Aber das dürfte für euch eigentlich relativ Banane sein. Gut.